Faye ist 12 und hat 140.000 Bekannte, alles Abonnenten ihres YouTube-Kanals. Ihnen gewährt sie als Faye Montana Einblicke in ihr Leben, indem sie ihren Alltag filmt und online stellt. Alle sagen immer, mach so, wie du bist, mache ich ja auch. Aber wenn ich wirklich ganz doll 100.000% machen würde, wie ich bin, dann würde das ein bisschen verrückt werden. Kamera läuft als Lebensmotto. Guten Morgen, Leute. Ich fliege heute nach London. Und sieht richtig cool aus. Melina, hey. Unterstrich Nilski unterstrich fragt, hast du einen Freund? Nein. Ein Leben unter Beobachtung, für die Familie nichts Neues. Fays Mutter ist Schauspielerin und weiß, was es heißt, im Rampenlicht zu stehen. Geändert hat sich die Art und Weise. Was bei ihr der rote Teppich war, ist bei der Generation YouTube der Videokanal. Von meiner Berühmtheit färbt auf Faye gar nichts ab, weil diese Generation mich nicht kennt. Das wird auch sehr oft diskutiert in den Kommentaren. Wer ist die schon und so? Das Einzige, was natürlich immer kommt, die Mutter zwingt das Kind, YouTube zu machen. Und die Mutter will ja nur Geld verdienen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit ganz anderen Sachen Geld verdiene und mein eigenes Leben habe und meine Kinder zu nichts zwingen kann. Kamera on. Die kurzen Clips müssen technisch nicht perfekt sein. Authentizität als Erfolgsrezept. Nee, wir müssen beide gleichzeitig Hallo, meine Lieben. Ja, ja. Okay, eins, zwei, drei. Hallo, meine Lieben. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe gar nicht aufgenommen. Das Coole ist daran, dass man irgendwie, man hat das Gefühl, man redet mit jemand. Obwohl man es nicht tut, was ein bisschen krank ist. Aber es macht halt Spaß, sich so in der Kamera, man kann so selber filmen. Ist anders halt als in Film, in echten Filmen. Bei YouTube-Videos kannst du alles selber machen. Lange Drehpausen darf sie sich nicht leisten. Nur wer regelmäßig liefert, hat auch Erfolg. Doch noch ist sie hauptberuflich Schülerin. Hey. Ja? Machst du Mathe? Ja. Auf dem Bett. Ja. Den Schwung, den Schwung. Willst du dich mal bitte an den Tisch setzen? No. Komm, gib Gas. Ich habe am Anfang nicht so daran gedacht, dass es jetzt so viele Leute werden. Und wenn es halt dann viele Leute werden, dann kann man nicht sagen, okay, ist mir zu viel, jetzt höre ich auf. Es ist so ein bisschen auch für die Community ein Schlag ins Gesicht. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Mantis Skate Shop. Wir kommen schon wieder 5 Minuten zu spät. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Er weiß schon lange, was es bedeutet, wenn man sein Leben mit der Öffentlichkeit teilt. Unge ist einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Manchmal schrecken ihn die Teenager-Geister, die er rief. Oh, um Gottes Willen. Ob das ein richtiger... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn er auftritt, kommen Tausende. Öffentliche Termine kündigt er nur kurzfristig an. Hallo! Weil sonst niemand für die Sicherheit garantieren kann. Ein digitaler Star zum Anfassen, nicht gerade Unges Lieblingsrolle. Der 25-Jährige stellt fast täglich Videos ins Netz. Dass hinter jedem Klick ein Mensch steckt, vergessen viele YouTuber oft. Okay, okay. Also so riesen viele Menschenmengen ist nicht so mein Fall, aber ich kann es ja auch. Also ich habe halt viele Zuschauer und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Leute hier sind. Das ist auch cool. Aber ich würde mich jetzt nicht darum reißen, irgendwie in der Menge zu baden oder sowas. Ist, ja. Rechts rüber bitte alle! Man muss unter 20 sein, um diese Welt zu verstehen. Die Stars aus dem Netz sind die neuen Idole. Das ist einfach cool, weil man trifft so einen YouTuber nicht oft im Leben. Und wenn man mal so jemanden sieht, so ist es richtig krank einfach. Das ist so einer meiner größten Momente in meinem Leben, ja. Unges Karriere alles andere als geplant. Sie begann vor knapp 5 Jahren mit kommentierten Videospielen, sogenannten Let's Plays. Oh, da kommt welche! Nimm die Brust an. Und geh schnell hoch. Anfangs zockt Unge nur aus Spaß. Sein eigentlicher Berufswunsch, Erzieher. Ja, ich hab den einen! Jona! Ich hab den einen! Nicht hörtet mich! Nein! Oh, das war so knapp. Ich habe damals noch bei meiner Mama gewohnt und ich hatte ihr so erzählt, ja schau mal, ich habe 30 Cent verdient im Internet. Und das war so damals so, das konnte keiner glauben, dass man im Internet also Geld verdient.
Und dann hat die gesagt, boah, krass, 30 Cent. So, also so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ne? Also hat keiner richtig, so klar, man hat so gesagt, ja cool, mal gucken, was daraus wird. Aber es haben, am Anfang haben uns alle belächelt so ein bisschen. Ne? Das ändert sich schnell. Die Videos werden millionenfach geklickt. Unge sieht die Chance, spielend Geld zu verdienen. Er lässt seine Kanäle professionell vermarkten und schließt sich dem Netzwerk Mediakraft an. Eine Art Plattenlabel und Management für YouTuber. Die Einnahmen werden geteilt, alles vertraglich abgesichert. Doch dann kommt es zum Streit um Geld. Unge schließt seine Kanäle und prangert das Netzwerk öffentlich an. Hallo Mediakraft. Falls ihr es gerade seht, was ich vermute, freue ich mich sehr. Denn ich möchte euch etwas sagen. Ich möchte in meinem gesamten Leben nie wieder etwas mit euch zu tun haben. Falls ihr mich jetzt wieder gedroht habt, verklagen und in die Privatinsolvenz treiben möchtet, ist mir das scheißegal. Ich habe nicht viel Geld und alles, was ich noch habe, werde ich dann einfach spenden. Über Nacht wird Unge für die Netzgemeinde zur Ikone der Rebellion. Die spielerische YouTube-Welt ist Vergangenheit. Irgendwie konnte ich das nicht so richtig ertragen, dass irgendwie solche Leute einfach machen, was sie wollen. Und dann habe ich es einfach rausgelassen. Das ist im Nachhinein nicht unbedingt die allerklügste Idee gewesen, weil ja, die Partei hat natürlich auch Rechtsanwälte und alles. Und man lernt auch aus vielen Dingen dann im Nachhinein viel. Aber ich lass mir einfach auch nicht gerne den Mund verbieten. Der Videoblogger startet einen neuen Kanal. Innerhalb von 2 Stunden abonnieren ihn 100.000 Fans. Er geht auf Weltreise und seine Fans begleiten ihn im Netz. Jeder Klick rechnet sich für Unge. Insider gehen davon aus, dass 1.000 Klicks 1 bis 2 Euro bringen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Ich habe mir vorgenommen, an jedem coolen Spot auf der Welt, wo wir halt sind, zu longboarden. Alltagsgeschichten, scheinbar authentisch und immer abrufbar. Das kommt an, weiß auch schon die 12-jährige Videobloggerin Faye. Die finden alles interessant, was man macht. Sogar wenn man Müll runterbringt. Woran liegt das? Ich weiß es selber nicht, woran es liegt, dass die alle so interessiert sind. Oh mein Gott, geile Locke. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil die alle einen Knall haben. Einfach ein Knall wäre noch die harmlose Variante. Faye ist sich durchaus bewusst, dass es auch andere Gefahren gibt. Ich bin hier mit 2 Bodyguards, oder? Ja. Und dann müssen wir versprechen, dass mich immer von den ganzen Pedos schützen. Natürlich, machen wir. Sehr gut. Dass auch Männer mit pädophilen Neigungen zuschauen könnten, für Ann-Sophie Briest noch lange kein Grund, ihrer Tochter die YouTube-Auftritte zu verbieten. Ich kann ja nun nicht in jedem Erwachsenen Straftäter sehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man die Welt danach unterteilt. Nicht alle Erwachsenen sind böse. Wie gesagt, dann sollten sie sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit mit ihrem Kind bewegen. Und es gibt auch eklige Typen in der S-Bahn, wenn Kinder zur Schule fahren, die extrem nah an einem Kind dran stehen müssen. Also, damit muss man leben, wenn man auf dieser Erde lebt. Dass Faye auch keine Angst vor realem Publikum hat, zeigt sich bei ihren Auftritten als Cheerleaderin für die Berliner Bundesliga-Basketballer. Doch so richtig offline ist sie auch hier nicht. Die Kamera läuft und die Welt schaut zu. So, wir sind jetzt hier fertig angezogen. Na, die da auch. Und gleich geht's los. Und, bist du aufgeregt? Nee. Ich bin ein bisschen. Sind ja nur 15.000 Zuschauer, ne? Auf jeden Fall weniger als meine Abonnenten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ihr könnt jetzt sehen, wie ich tanze. 1 Million wäre schon krass, aber mein Ziel ist erstmal 500.000, weil 100.000 sind ja schon krass. Und hier passen 15.000 rein und das ist noch nicht mal die Hälfte, glaube ich. Oder? Früher erlaubte man Fremden höchstens Blicke durch Schlüsselloch. Die YouTube-Stars reißen heute die Tür auf. Und da kann es passieren, dass einem die Fans auch mal die Bude einrennen. Autogrammstunde mit Unge. Er verdient sein Geld nicht nur mit den Klicks, sondern ist schon einen Schritt weiter. Sein Lebensstil lässt sich gut vermarkten. Die Marketingmaschine schnurrt. Als bekennender Veganer mit Erzieherausbildung hat er ein sauberes Image. Die spinnen alle ein bisschen, aber so schlimm ist das nicht, weil das macht man bei allen Popstars. Das ist ja nicht schlimm. Das finde ich normal auch. Lustig. Aufregend. Besser, als wenn sie mit Drogen rumhängen oder sonst was. 6 Stunden Autogramme im Akkord. Dabei wollte er, als alles anfing, doch eigentlich nur spielen. Wenn man die ganze Zeit darüber nachdenken würde, wie viele noch draußen stehen, dann ist das so demotivierend, weil du denkst, das ist wie so ein bisschen wie beim Zimmer aufräumen. Wenn es so komplett Chaos ist, dann hast du gar keinen Bock anzufangen. Ne?
Ja, aber ich weiß, es ist jetzt gleich mal wenig. Also wir haben noch einiges vor uns, aber ich freue mich schon, es geschafft zu haben auch. Ah, hi Leute. Ich hoffe, ihr haltet doch durch. Ich mach bis zum Ende. We'll be right back.